Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video zum NTX-F7 Flight Controller. Fangen wir an. So, da wären wir jetzt einmal bei dem NTX-F7 Flight Controller. Ja, das ist ein F7 Flight Controller, also sprich mit dem F7 Prozessor, der schnellste aktuelle Quadcopter Prozessor für Flight Controller. Und die Besonderheit an dem Teil ist halt, dass das Ding so ein VTX, also einen Videosender integriert hat. Ne? Man sieht hier schon die ganzen Teile und hier sieht man eben den Flight Controller in der Mitte. Ja, und das Teil ist richtig gut verarbeitet, ne, da wackelt nichts großartig, alles vernünftig verarbeitet und in der Mitte sieht man halt im Grunde in so einem Sandwich-Prinzip den Videosender, der da angebracht ist. Ja, und das passt soweit. Von den ganzen Daten, ja halt wie gesagt ein F7 Prozessor und der VTX, der bietet einmal 25 mW, 100 mW, 200 mW, 400 und 600 mW. Ne? Wobei man natürlich anmerken muss, in Deutschland sind nur 25 mW erlaubt. Anschließend kann man ein 2S bis 6S Akku und mit 7 Volt bis 27 Volt. Ja, hier sieht man jetzt den XT60 Stecker, wo ich die Kabel hier anbringe und das wird dann alles da so angelötet an die Batteriepads. Dann das Kabel für den Videosender ist ein IPEX, ein sogenannter IPEX-Stecker. Und da noch die Kappe, die Schutzkappe. Dann ist das, glaube ich, ein RP-SMA-Anschluss. Muss man mal gucken, wenn man das Teil bestellt. So, dann hier noch weiteres Zubehör. Da sieht man halt schon Schrumpfschlauch, so ein Kondensator. Hier Schrumpfschlauch, einmal für das Pluskabel, Minuskabel. Dann diverse Spacer, halt für den Abstand. Dann Schrauben, alles aus Kunststoff gehalten, also schön leicht alles. Dann hier der Kondensator, da sieht man hier einmal 1000 Mikrofarad, 25 Volt. Und das Ding wird dann halt auch am Batteriepad angelötet und soll dann halt Störung verhindern, ne, bei Lastspritzen bzw. wenn man ordentlich Gas gibt. Ja, und im Grunde kann ich bisher sagen, das Ding ist vernünftig verarbeitet und macht einen vernünftigen Eindruck. Ne. Jetzt seht ihr gleich nochmal weitere Fotos von dem Teil, wo man nochmal ein bisschen genauer sieht, wie man das Ding eben verlötet. Aber auf dem ersten Blick oder erster Eindruck ist schon mal sehr, sehr positiv. Ja, hier seht ihr jetzt einmal den Flight Controller von oben und hier von unten die ganzen Stellen zum Verbinden, ne, alles vernünftig beschriftet. Hier nochmal ein bisschen näher ran, dann den Videosender, passt soweit alles. Hier auch nochmal die ganzen Kanäle und Frequenzen und so weiter. Hat man auch extra noch Schalter und hier nochmal diese ganze der Schaltplan für den Flight Controller. So, hier seht ihr jetzt einmal eine ja von mir erstellte Grafik, nicht ganz so schön, aber gut, erfüllt den Zweck. Und ich gehe einmal von oben im Uhrzeigersinn herum, wie ich das Ganze eben verbaut habe und ja, ganz oben, ja, ein bisschen links auch noch, ne, die FPV-Kamera. Und die wird ganz normal eben an die ganzen Pads da angelötet, halt ganz normal Ground, dann 5 Volt und Video In. Und dann daneben der Buzzer. Falls ihr mal einen Crash habt, dann ist sowas ganz, ganz nützlich. Und das Ding ertönt dann halt, wenn man den Schalter so konfiguriert, ne, an der Funke. Und ja, halt ganz normal Plus, Minus. Ne. Die Abstände sind auch vollkommen ausreichend, da kann man vernünftig löten, auch wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem Löten. Rechts daneben ist dann der, in diesem Fall, FrySky RXSR Receiver. Den habe ich auf dem F-Port geflasht, so damit ihr dann eben halt genau so das Ding auch verlöten könnt.
Vorteil von F-Port ist natürlich, dass man sich ein Kabel spart und hat Telemetrie und eben das ganz normale Steuerungssignal, S-Bus und so weiter, eben auf einem Kabel. Ne? Und ihr seht einmal schwarz und rot, ganz normal 5 Volt und Ground. Und dann das F-Port-Kabel, das kommt beim Receiver von S-Port und hier eben dann F-Port von FreeSky, wird dann am TX3 angeschlossen, jedenfalls, oder angelötet, habe ich das in diesem Fall gemacht. Ist natürlich egal, man kann das an jedem TX machen, aber TX halt, ne? Und nicht RX. Dann unten rechts der Akku und der wird natürlich nicht angelötet, sondern angesteckt. Ne? Ihr habt vorhin ja gesehen, den XT60 Stecker mit den schwarzen und roten Kabel, das wird angelötet und dann eben ganz normal der Akku angesteckt. So, dann seht ihr links Motor und ESC. Das habe ich hier in diesem Fall nur einmal gemacht für die Übersichtlichkeit, weil sonst ist das Bild zu voll. Aber natürlich kommt das eben an alle Seiten, ne? wird Motor und ESC angelötet. Ja, und in diesem Fall habe ich so ein BR2205 mit und 2600 kV und dann 30 Ampere Racer Star ESC. Ja, und das wird halt auch ganz normal an Plus Minus angelötet, dann in der Mitte noch einmal Ground und Signal. In diesem Fall ist hier Motor 3 angelötet und wie gesagt wird das an alle vier Seiten oder an alle vier Ecken angelötet, jeweils ein Motor. Dann sieht man links eine FPV-Antenne, in diesem Fall von Foxeer, und die wird halt an dieses Kabel mit dem IPEC-Stecker, was ich vorhin euch schon gezeigt habe, angesteckt oder angeschraubt, und dann wäre es das im Grunde. Wie gesagt, natürlich eben vier Motoren und nicht nur ein Motor. Noch ein weiterer Hinweis: In Betaflight wird der Flight Controller als MATEC F7 mit der neuesten Betaflight Firmware geflasht, und außerdem ist der Flight Controller von Haus aus kopfüber eingestellt. Das ist, weiß ich nicht, wieso das jetzt gemacht wurde, wie auch immer. Jedenfalls sollte man das natürlich dann auch noch im Betaflight ändern, aber das ist ja kein Problem. Und genau in dieser Konfiguration habe ich das Teil auch schon mal Probe geflogen und ja, der Akku war ein anderer, aber sonst war das identisch soweit. Und da seht ihr gleich mal eine Aufnahme, wie ich da geflogen bin. Ich glaube, von der Höhe her, ja, knappe 30 Meter bin ich hochgeflogen und ungefähr 50 Meter entfernt gewesen dann. Und das war jetzt nun ein ganz kurzer Flug halt, ne, um zu gucken, wie so die Videosenderqualität ist, ne, von der Verbindungsqualität. Ja, und da könnt ihr gleich mal zugucken. So, ab geht's. Ja, wie gesagt, das ist wirklich nur ein Probeflug. Ich mache hier keine großartigen Kunststücke und so weiter, weil ich halt auch noch nicht so wusste, ob das Teil vernünftig verbaut war, ne? Aber es ging soweit auch alles. Und wie man sieht, hält sich das soweit in Grenzen von den ganzen Störungen. Ab und zu mal sieht man das natürlich, ne? Diese Störung. Die Aufnahme ist auch über den Monitor entstanden, also sprich mit den ganzen Störungen. Hätte ich jetzt noch so einen DVR-Chip eingebaut im Quadcopter, dann wären natürlich die ganzen Störungen weg. Aber ansonsten passt das soweit. Ne? Also auch das, was unten ankommt, finde ich vollkommen okay. Die Kamera, die ist soweit auch vollkommen okay, die Runcam. Das geht soweit in Ordnung. Ja, dann könnt ihr hier noch mal ein bisschen gucken, wie ich hier zu Ende fliege. Und ja, falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!